Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, dem zweiten Teil zu meiner Reihe Zeige mir ein Buch, das. Ich hatte euch ja schon im ersten Teil einige Bücher vorgestellt, denn ich hatte ja im Grunde die Anzahl der Fragen so ein bisschen gesplittet. Es waren, glaube ich, 28, 30 Anfragen gewesen. Und ich dachte, ja, ich glaube, wir machen da einfach zwei kürzere Videos draus und da habt ihr dann einfach so ein bisschen was Komprimierteres. Ich hatte ja auf Instagram gefragt, was ich euch mal zeigen soll. Also zeig mir ein Buch, das. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass auch bei meiner zweiten Einstellung noch so viel Rückmeldungen gekommen sind, nachdem ich Dussel ja, das irgendwie... ja, nicht so gemacht habe, wie das so sein sollte. Ihr findet mein Instagram und auch alle Bücher, die ich euch heute zeige, unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Vielleicht gibt es ja solche Fragen, woraus ich dann auch irgendwie ein Video mache, des Öfteren mal. Ich finde diese Idee nämlich sehr cool und habe auch Videos von anderen Booktubern dazu schon immer super gerne geschaut. Ich habe diesmal, ich glaube, jetzt 14, 15 Bücher mit dabei und ich glaube, wir starten einfach mit dem ersten Zeig mir ein Buch, das über 1000 Seiten hat. Ich habe tatsächlich in meinem Regal einige Bücher mit über 1000 Seiten. Ich würde jetzt aber einen meiner Lieblings-King mit sehr vielen Seiten zeigen, nämlich Der Anschlag von Stephen King. Ja, den habe ich natürlich unten liegen lassen, dementsprechend blende ich euch das Bild jetzt einfach mal ein. Für mich der, ja, wirklich mit tollste Stephen King, den ich gelesen habe. Wir haben Zeitreise, wir haben John F. Kennedy, wir haben ja ein Leben, das ganz anders verläuft durch diese Zeitreise, als man es sich vorstellen kann. Was bewirken Änderungen in der Vergangenheit, in der Gegenwart? Wie entwickeln wir uns, wenn wir auf Zeitreise gehen, wenn wir in wieder einer Zeit ankommen, die eigentlich unsere war und doch nicht mehr ist? Also so viele Themen hier drin. Man muss nicht viel zu John F. Kennedy wissen. Wir bekommen da unglaublich viele Infos und begleiten wirklich unseren Protagonisten durch diese Zeit und das fand ich einfach toll. Also ist auch ein ganz baldiger Reread-Kandidat, möchte ich, glaube ich, ganz bald mal das Hörbuch dazu hören, weil mir diese Geschichte auch noch so präsent ist und mir so viel Spaß gemacht hat. Dann zeige mir ein Buch, das am längsten auf deinem Sub ist. Und ich habe da jetzt so zwei Bücher, wo ich glaube, dass sie ziemlich zeitnah bei mir eingezogen sind und ich noch nicht gelesen habe. Es müssten auch so ziemlich mit die ältesten Bücher tatsächlich sein. Beide sind von George R. R. Martin, angefangen mit Der Heckenritter von Westeros, Das Urteil der Sieben. Ja, ich war da so ein bisschen im Game of Thrones-Wahnsinn, was ja so nach der 7. und nach 8. Staffel dann doch, also besonders auch nach der 8. Staffel, abgeflacht ist. Und ich wollte alles aus Westeros lesen und habe mir auch den Heckenritter geholt. Das ist wohl auch der Auftakt einer Reihe, wo es aber auch noch keine weiteren Geschichten gibt, soweit ich das irgendwie weiß. Es ist auch eine Vorgeschichte zu Das Lied von Eis und Feuer. Er spielt, glaube ich, einige Jahre davor und klang immer super spannend. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist hier auch eine Fortsetzung geplant, die noch nicht da ist. Und ich möchte ungern ein Buch von George R. R. Martin anfangen, das die Reihe noch nicht beendet ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, da wird man so ein bisschen kritisch. Dann der Auftakt einer Trilogie mit Erzählungen, ich glaube eher im Science-Fiction-Bereich, und zwar Traumlieder, das ist der erste Teil. Da ist auch hinten zwei, drei schon aufgedruckt und es sind die gesammelten Erzählungen und ich glaube, es war tatsächlich eher Science-Fiction, wenn ich mich wirklich recht in Erinnerung habe, als Fantasy. Und ich weiß, dass eine der Geschichten, wenn ich mich recht entsinne, auch schon verfilmt wurde. Aber ich bin mir gerade gar nicht so sicher, oder ob das in einer der anderen ist. Und ja, es ist, ja, irgendwie das Interesse an George R. Martin ist ein wenig weniger geworden und deswegen steht das Buch jetzt schon relativ lange ungelesen da. Ist auch immer wieder ein Kandidat, wo ich überlege, zieht es aus, zieht es nicht aus, lese ich einfach mal rein. Mal abwarten. Also ja, George R. Martin hat sich bei mir jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht, auch gerade, ja, was natürlich das Ende der Serie angeht. Dann eine Landschaft im Coverbild hat und das fand ich tatsächlich unglaublich schwer, weil ich habe gar nicht so viele Cover, wo Landschaften drauf sind. Aber ich habe mich jetzt für Abenteuer im Gepäck von Erik Lorenz entschieden, muss hier auch das Cover einblenden, weil das Buch gerade verliehen ist und ich es gerade nicht im Regal habe
Und hier haben wir eine Sammlung von Podcast-Gästen, die sonst bei Erik eben bei Weltwach waren, die so ein bisschen eine Reise oder ein Erlebnis oder ja, sowas explizit einfach nochmal erzählt haben. Es ist eine Sammlung herausgegeben von Erik Lorenz und ihr wisst es, ich bin großer Fan des Weltwach-Podcasts. Ich höre den super gerne und ich schaue mir auch gerne die Videos, wenn es welche gibt, auf YouTube an und war hier sehr happy, dass wir hier so eine Herausgabe sozusagen haben, nochmal so von expliziten Gästen und einfach nochmal so Einzelgeschichten und hier ist ja wirklich eine ganz tolle, ja, ein ganz tolles Motiv mit Landschaft drauf zu sehen. Viertens, ein Mensch und ein Tier im Cover hat. Ja, da habe ich tatsächlich so einige, beziehungsweise ist mir aufgefallen, dass auf Tiercovern oftmals dann kein Mensch ist. Aber ich habe hier, und da ist tatsächlich noch der Bestseller-Aufkleber drauf, wie konnte das nur passieren? Ich habe mir von Gesa Neitzel ausgesucht, Frühstück mit Elefanten. Hier haben wir im Grunde Gesa Neitzel und im Hintergrund auch die Elefanten. Und ich habe dieses Buch schon zweimal gelesen und sehr geliebt. Ich mag Gesa Neitzel, ich mag, wie sie diese Welt sieht, wie sie ihre Auswanderung uns zeigt, wie sie nach Afrika geht, wie sie Rangerin wird, auf was sie Wert legt, wie sich ihre Gedanken verändern, ihr Tun verändert. Ich mochte auch The Wonderful Wild. Das fand ich auch toll, auch wenn das nicht so richtig mit ihrem Ranger-Leben zu tun hat, fand ich toll. Und es erscheint im August jetzt auch Löwenherzen. Das beschreibt dann, glaube ich, schon so ein bisschen wieder ihre weitere Geschichte, eben auch mit ihrem Partner in Afrika. Sie sind ja beide Ranger und ich folge ihr auch auf Instagram. Finde ich auch immer super spannend, so ein kleines Update zu bekommen. Und mit Elefanten bekommt man mich ja immer. Und so finde ich das Cover tatsächlich auch super, super schön. Und jetzt kommen drei Kategorien, die sich um den Buchschnitt drehen, weil scheinbar haben wir Booknerds doch da so ein bisschen unseren Fable. Wir beginnen mit dem schönsten Buchschnitt und ich muss sagen, ich finde den halt auch sehr speziell und deswegen habe ich die Bücher von den Alice-Chroniken sozusagen jetzt hier. Die haben gar jetzt keinen bunten Buchschnitt, aber die haben Tierabdrücke im Buchschnitt und das finde ich einfach so, so, so lustig. Der erste Teil führt eben diese Spuren des weißen Kaninchens beginnen sozusagen vorne und dann laufen die im Grunde über den Buchschnitt und kommen dann hinten wieder an. Und so funktioniert das dann eben auch im zweiten Band, wo wir im Grunde die Spuren eines Wolfes haben. Das erklärt sich, wenn man das Buch gelesen hat. Dann läuft der Wolf hier sozusagen weiter und kommt dann auch bei der letzten Seite an. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Finde ich einen sehr schönen Buchschnitt. Gefällt mir unglaublich gut. Dann ist das ein farbiger, bunter Buchschnitt, wurde auch gefragt. Und da ist mir zum Beispiel auch die Brut eingefallen, die ja auch ein giftgrünes Buchschnitt hatte, auch passend zum Cover. Aber ich habe mich jetzt für John Mars entschieden, denn der Buchschnitt ist pink. Und ich glaube, pinker Buchschnitt ist tatsächlich eher selten. Ist mir, glaube ich, noch nicht so bewusst häufiger über den Weg gelaufen. Ist bei John Mars jetzt bei beiden seiner Spannungsromane der Fall. Also hier haben wir The One, wo wir auch den pinken Fingerabdruck haben. Wir sind ja hier in der Science-Fiction-Welt. Es geht um die DNA und die perfekten Matches. Und was passiert, wenn ich mein Perfekt-Match treffe, aber es vielleicht doch nicht so perfekt ist. Und passend zu dem Finger und auch hinten die Erklärungen sozusagen, passt dann eben der Buchschnitt. Das zweite Buch von ihm in dieser Form ist ja The Passengers. Das ist ja schwarz mit blau und hat einen blauen Buchschnitt. Und ich weiß jetzt gar nicht, welchen Buchschnitt das dritte Buch haben wird. Das ist ja eher so gräulich. The Watchers, Watcher, weiß jetzt gar nicht, was das für ein Buchschnitt hat, aber pink finde ich eine geile Farbe und auch dieses, nicht ganz so neonpinke, glaube ich jetzt, wie es in der Kamera durchkommt, aber das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und als drittes kommt dann der besondere Buchschnitt und das kann jetzt aktuell eigentlich nur sein, Stormdancer, der Lotuskrieg, Band 1 von Jay Kristoff. Und ich habe mir hier die limitierte Edition gegönnt, die tatsächlich auch 35 Euro kostet. Das muss man da einfach wissen. Es gibt aber auch nur 1999 Exemplare. Und im Grunde ist der Buchschnitt oben unten rot und hat aber hier jetzt diese Lotusblüten, was ich einfach sehr schön finde, sehr besonders. Ich habe jetzt schon mal bei Amazon so ein bisschen gesehen, dass die Leute sich so ein bisschen wundern, weil nur der Buchschnitt so ist, warum das so teuer ist und warum, was ist das rechtfertigt und so weiter. Aber das muss am Ende ja einfach jeder selbst wissen, ob er das Geld dafür ausgibt oder nicht. Und ja, 35 Euro sind definitiv teuer. Aber für diesen besonderen Buchschnitt, also ich finde das echt toll. Und ich überlege tatsächlich, ob ich es nicht am Ende so ins Regal stelle, weil das,
ja, das hat einfach was. Und das, der zweite Band wird dann blau sein, so blau-grün. Und der dritte Band ist so gelb, beige, gold. Mal sehen, wie dann der Buchschnitt aussieht. Wobei ich noch nicht sagen würde, dass bei mir jedes der Bücher dann in dieser Hardcover-Variante einzieht. Aber ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Dann sind wir bei achtens. Zeig mir ein Buch, das ein katziges Buch ist. Und ja, wer mich kennt, wer auf meinem Kanal ist, weiß, dass ich doch das ein oder andere Katzenbuch gelesen habe. Aber ich glaube, meine liebste Reihe ist definitiv Die Katze des Dalai Lama von David Mitchie. Das ist auch der erste Teil, der bei mir auch als Taschenbuch eingezogen ist. Und ich habe die ja damals alle als E-Book weggesuchtet. Und ja, der Stellvertreter musste dann sozusagen bei mir auch im Regal sein. Und das ist eine Reihe, die ich sehr, sehr liebe. Denn wir sind hier eben beim Dalai Lama und wir treffen die Katze, die einen ellenlangen Namen hat, deren Namen ich mir immer nicht merken kann, bis ich ihn dann wieder lese. Und ja, sie wird eben eines Tages vom Dalai Lama gefunden, ist eigentlich eine Straßenkatze und darf dann im Tempel und im Hof leben und ja, sitzt eben auch beim Dalai Lama, nimmt die Gespräche für uns sozusagen wahr und auf und erzählt uns seine Lebensweisheiten, das buddhistische Leben, erzählt uns eben auch einfach, was so für Themen anstehen, wie man die betrachten kann. Sie geht selbst eben auch sehr oft auf die Suche nach dem Sinn des Glücks zum Beispiel auch und eine ganz tolle Reihe. Gibt es, glaube ich, 4 Bände, liebe ich sehr. Und es gibt ein Buch, da erzählt sie uns die wunderschönsten Märchen aus Tibet. Das finde ich auch richtig, richtig toll. Also ich kann die Reihe nur empfehlen. Ist aus Sicht eben auch der Katze geschrieben. Also wer da keine Bedenken irgendwie hat, es gibt ja Leute, die mögen das nicht, wenn eben nicht der Mensch der Erzähler ist, sondern Tiere oder was auch immer. Aber das finde ich tatsächlich richtig toll. Und man bekommt diese buddhistische Lehre eben sehr sanft und ohne erhobenen Zeigefinger erzählt und kann da wirklich auch ganz viel von diesen Themen so für sich mitnehmen. Dann war der Wunsch, ein dunkles, düsteres Cover zu zeigen. Und da habe ich tatsächlich auch so ein paar gefunden und dachte, ja, aber ich glaube, so richtig düster und dunkel ist wohl der Übergang von Justin Cronin. Ja, auch eine meiner Lieblingsreihen, auch Szenen daraus, die ich nach wie vor in meiner Erinnerung habe und auch wirklich ich noch viel in meinen Träumen da bin, obwohl das ja auch schon 3-4 Jahre her ist, dass ich es gelesen habe. Auch ein Reread-Kandidat, definitiv auch beim Hören. Und ich finde jetzt hier Amy, die man sieht, die Protagonistin, ich finde, die ist schon sehr düster, sehr dunkel. Man merkt, dass da irgendwas in der Atmosphäre ist und wir sind hier eben ja postapokalyptisch unterwegs. Es gibt ein Virus, der die Menschen zu so einer Art Vampir macht. Und ja, Amy, das Mädchen, was hier drauf ist, mit der ist irgendetwas und das finden wir heraus. Also tolle Trilogie, die Passage-Reihe hat Justin Cronin wirklich wahnsinnig gut gemacht. Sehr atmosphärisch, natürlich auch sehr dick und sehr lang. Müsste, glaube ich, auch bei der 1000-Seite-Frage gewinnen. Aber für mich keine Seite zu viel, weil wirklich bildhaft, Emotion, atmosphärisch erzählt wird. Und ich fand das wirklich großes, großes Kino. Und ja, hätte da echt mal wieder Lust auf einen Reread. Dann kommen wir so ein bisschen in die Kindheit. Ein Buch, das dich an deine Jugend erinnert. Und das ist für mich definitiv Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ein Buch, das ich einige Male gelesen habe. Man sieht es hier auch, das ist auch eine uralte Ausgabe. Habe ich, glaube ich, aus 1995. Da war ich zarte 12. Und das Buch habe ich geliebt. Auch die Verfilmung des ersten Teiles fand ich richtig, richtig toll. Und das war halt so schön, weil wir eben Bastian haben, der die unendliche Geschichte liest, der dort eben Figuren trifft, mit ihnen mitfiebert und irgendwie dann eben selbst Teil der Geschichte wird. Und ich glaube, das ist was, was wir Leser, Leserinnen alle einfach toll fänden, da einfach mit dabei zu sein. Und ich fand da auch mal einen Satz von J.K. Rowling toll, die gefragt wurde oder die im Grunde eine Beschwerde aufgenommen hat von Kinder, Jugendlichen. Mensch, wir hätten auch gern einen Brief und wir würden uns wünschen, dass es Hogwarts gibt und dass wir da dort sein könnten. Und J.K. Rowling hat irgendwann ja irgendwie jetzt so sinngemäß dann gesagt, es gibt doch gar keinen Grund zur Beschwerde, wir waren doch alle zusammen in Hogwarts mit Harry und Hermine und Ron. Und das ist so ein Satz, wo ich denke, ja, es ist so. Jedes Mal, wenn wir ein Buch lesen, sind wir in dieser Geschichte, sind wir Teil der Geschichte und sind wir dabei. Und wir sind auch immer wieder ein anderer Mensch, wenn wir es lesen und dementsprechend dann auch die Geschichte irgendwie anders ist und das Buch irgendwie sich verändert, zumindest für uns als Leser. Und ja, die unendliche Geschichte ist eben ja, ein Leser, der in einem Buch ist, das eben eine Geschichte schreibt und von dem nichts bedroht ist, weil
Fantasien, eben die Fantasie der Kinder braucht. Und es war eine tolle Geschichte, die ich unglaublich oft in meiner Jugend gelesen habe und auch zwei, dreimal im Erwachsenenalter und die nicht an Reiz verliert und mir immer großen Spaß macht. Und dann kommen wir zu der Frage, du als Kind gerne schon gelesen hast, und da ist für mich definitiv Alice im Wunderland von Lewis Carroll das Buch, was mir da als erstes einfällt. Ich habe das Buch geliebt, ich habe die Serie geliebt, ich habe den Disney-Film geliebt, ich wollte Alice sein, ich wollte das weiße Kaninchen treffen, das hat sich dann ja noch bei Matrix sozusagen, ging die Geschichte weiter, Follow the White Rabbit, und ich fand das toll. Ich mag diese verrückte Welt, wo man so gar nicht richtig weiß, warum und weshalb und was will Alice eigentlich da. Und ich fand das einfach toll. Ich mochte auch wirklich dieses Bildhafte, dieses Lebendige, dieses Fantasievolle und das Schrille auch. Und ich habe das als Kind unglaublich gerne gemocht. Und auch als Erwachsener mag ich Alice im Wunderland gerne. Habe ich im Erwachsenenalter auch schon ein paar Mal gelesen. Und finde ich toll. Ich habe eine ganz coole Variante gefunden. Die verlinke ich euch auch unten mal. Preislich schon utopisch, aber es sieht schon echt super schön aus. Und bei mir ist das so ein ganz kleines Büchlein. Aber finde ich auf jeden Fall schön. Dann die Frage Nummer 12. Zeig mir ein Buch, das dir im Nachhinein doch gut gefallen hat, aber nicht direkt beim Lesen. Und ich muss sagen, dass ich sowas so spontan oder auch bei längerem drüber nachdenken gar nicht irgendwie gefunden habe. Allerdings kann ich es andersrum eher sagen, dass ich ein Buch ganz gut fand oder okay fand und so im Nachgang, umso mehr ich dann vielleicht darüber nachdachte, doch dachte, vielleicht war es das doch nicht. Also mir fällt so jetzt auch mit längerem Nachdenken kein Buch ein, das ich nur okay fand und das dann immer besser wurde mit der Zeit. Also das habe ich tatsächlich eher selten. Wenn ihr sowas habt und ein Beispiel habt, könnt ihr das ja super gerne mal in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich freuen. Natürlich auch bei allen anderen Themen und Fragen, wenn ihr da Lust habt, ein paar Beispiele zu nennen. Sehr, sehr gerne. Dann die 13. Frage, du beim Lesen am liebsten an die Wand geklatscht hättest. Also es gibt schon so einige Bücher, die so zu Augenrollmomenten führen, aber so richtig ein Buch, was ich gegen die Wand knallen wollte, gibt es eher selten. Allerdings würde ich schon sagen, dass ich so ein Gefühl, zumindest ansatzweise, ich glaube, bei dem vierten Teil von Twilight hatte, bis zum Ende der Nacht, glaube ich, also der Abschlussband von Stephenie Meyer, besonders die, oder war das schon der dritte Band? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wann gibt es die Hochzeit und die Hochzeitsnacht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist das der dritte, der vierte Teil? Es könnte der vierte Teil gewesen sein. Also irgendeiner der beiden Teile. Und spätestens, als wir hier ja wirklich Brutalität und blaue Flecken und Gewalt an einem Menschen haben, an einer jungen Frau, kam für mich der Moment, ich dachte, das kann doch Stephenie Meyer jetzt nicht so stehen lassen. Und ich war echt tierisch angenervt. Und da war, glaube ich, der Moment, wo ich das Buch am liebsten gegen die Wand geklatscht hätte. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das war wirklich, das kann ich nicht unkommentiert so stehen lassen. Und das war für mich unverständlich. Ich glaube, über Twilight und diese toxische Beziehung und das Darstellen von Frauen und Männern und ist, glaube ich, genug diskutiert worden. Aber das ist immer wieder ein Buch, was mir in diesem Zusammenhang, glaube ich, doch am ehesten einfällt. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage angekommen. Zeig mir ein Buch, das mir einen Wohlfühlroman, der so ein bisschen wie Jane Austens Stolz und Vorurteil ist. Und auch da musste ich so ein bisschen länger nachdenken, weil es gibt natürlich einige Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, die so ein bisschen dieses Wohlige aufgreifen. Natürlich könnte man jetzt einige Jane Austen-Geschichten nennen, zum Beispiel ja durchaus auch Emma, finde ich, oder Sinn und Zärtlichkeit, passt da, glaube ich, auch ganz rein. Mir ist auch der Anfang von Abbitte von Ian McEwan eingefallen, zumindest bis zu diesem Cut nach einem Drittel, der so anfing, in diese Richtung zu gehen, und dann hat es ja für mich den Reiz verloren. Es gibt schon einige Bücher, die in der Vergangenheit spielen und ein bisschen auch mit dem Humor der damaligen Zeit spielen. Allerdings muss man ja sagen, hat Jane Austen ihre Zeit einfach aufgegriffen, was ja auch sehr besonders ist. Jetzt könnte man mit Sturmhöhe kommen und Jane Eyre und keine Ahnung, aber ich entscheide mich für Im Hause Longbourn von Joe Baker. Das ist, glaube ich, auch schon 4-5 Jahre alt. Und zeigt uns die Geschichte von Stolz und Vorurteil aus der Sicht der Dienstboten. Also wir begleiten hier, ich glaube, Sarah, die eben Dienstmädchen ist im Hause der Bennets.
und sich um Wäsche kümmert, um Töpfe kümmert, um ja als Gefolgschaft eben auch durchaus ja hier auch Mr. Darcy über den Weg läuft. Und das fand ich tatsächlich eine ganz coole Geschichte. Also ich mochte das Buch sehr gerne, ich habe es super gerne gelesen und da war auch bei mir noch nicht so das Downton Abbey-Fieber ausgebrochen. Das ist ja durchaus auch eine Empfehlung, was diese Zeit ja ein bisschen später sozusagen zeigt. Aber das hat mir großen Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob von der Autorin nochmal irgendwas gekommen ist. Könnte ich tatsächlich dann auch mal nachschauen im Zuge, wenn ich hier die Links dann raussuche. Aber das Buch hat mir definitiv gut gefallen, weil wir eben auch im Hause Bennet sind und ein bisschen was natürlich aus Stolz und Vorurteil auch erfahren und natürlich auch Dinge dann schon kennen, aber genügend eigener Stoff eben von den Dienstboten ist, der uns die Geschichte eben von einer ganz anderen Seite erzählt. Und ja, das fand ich definitiv passt auch so ein bisschen dazu. Und das waren sie jetzt, die 14 bzw. 15 Büchern zu den 14 Themen. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gesehen habt, packe ich die natürlich auch mal in die Infobox. Auch alle Bücher findet ihr unten. Lasst uns gerne auch in den Kommentaren zu den einzelnen Kategorien Büchern ein bisschen quatschen, wenn ihr Lust habt. Und ich danke euch, dass ihr bei Instagram mitgemacht habt. Folgt mir dort gerne, wenn es vielleicht öfter mal solche Aktionen gibt. Dann ja, könnt ihr da zukünftig auch einfach mitmachen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.